Hallo und herzlich willkommen zu den News der Woche hier bei autoforie.de. Und fangen wir direkt an mit einem Gerücht. Und zwar könnte es sein, dass Audi sich nach der Saison 2017 komplett aus der WEC und vor allem von Le Mans verabschiedet. Grund 1 ist die Einsparungsmaßnahmen des VW-Konzerns. Grund 2 ist der Antrieb des R18 e-tron Quattro, denn der setzt im Prinzip auf einen Dieselhybrid und da möchte man etwas von Abstand nehmen. Bleiben wir direkt beim Thema Motoren, denn laut einer Studie könnte es sein, dass durch die neuen Abgastests die hubraumkleinen Motoren komplett eliminiert werden. Demnach sind diese wohl nicht mehr fähig, den neuen Test standzuhalten. Das heißt, man müsste wieder vom Dreizylinder weg auf mehr Hubraum. Wenn das wirklich genauso durchgeführt werden wird, dann wird es wahrscheinlich keine Dieselmotoren mit weniger als 1,5 Liter Hubraum geben und auch keine kleineren Benzinmotoren als 1,2 Liter Hubraum. Wer sich für das Projekt Titan interessiert, dem kann man sagen, es ist aus und vorbei. Es wird kein Apple-Auto geben. Apple hat sich dazu entschieden, das wirklich komplett sein zu lassen und nur ein Plug-and-Play-System zum autonomen Fahren zu entwickeln, was man dann wiederum der Autoindustrie verkaufen möchte. Blicken wir etwas weiter in die Zukunft. Es wurde angekündigt, das Ultra-E-Projekt, das umfasst ein 350 Kilowatt Schnellladenetzwerk mit 25 Stationen zum Start, verteilt auf Europa, wobei zum Start erstmal die Länder Belgien, Holland bzw. Niederlande, Deutschland und Österreich geplant sind. Und zum Abschluss noch ein paar heiße News bzw. heiße Gerüchte zu Seat. Es wurde nämlich gesichtet, der Seat Ateca Cupra. Das heißt, es wird ihn wohl doch geben mit wahrscheinlich 300 PS und höchstwahrscheinlich auch Allradantrieb. Neu vorgestellt in dieser Woche wurde der abgedatete Seat Leon. Äußerlich sieht man es ihm nicht wirklich an. Innerlich hat er viel Technik des Ateca bekommen. Das heißt zum Beispiel das große 8 Zoll Infotainment-System, allerdings nicht die 360-Grad-Kamera. Das war bei dem Facelift wahrscheinlich nicht möglich. Dafür gab es ein paar neue Fahrassistenten, wie zum Beispiel den Stauassistenten, den Verkehrszeichenassistent und auch die Ankündigung, dass in den nächsten Monaten schon die Next Generation des Seat Ibiza folgen soll und dazu auch der Seat Arona, das Crossover auf basierend dem Ibiza. Das war's mit den News der Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einen guten Eindruck über diese vergangene Woche geliefert und ihr belohnt das Ganze mit einem Daumen nach oben.